dass er auch wirklich versteht. Warum werden wir ein Mensch, das ich was Erste verdient bin? Bringen uns ein, deinen schicken Streich und stellen Rechnungen auf. Ist einerseits mit uns gealtert, aber es gibt durchaus Konzerte. Wir haben jetzt auf der letzten, in der letzten Tour haben wir zum Beispiel in Wien gespielt und da standen die ganzen ersten Reihen, das waren alles nur junge Leute. Und wir waren total baff, die alten Lieder gar nicht mitsingen konnten, sondern nur die neuen. Und das passiert ganz, ganz selten, dass sozusagen nur die neue Platte rezipiert wird, aber diese sozusagen die alten, den alten Ballast, den wir da mitschleppen, dass die Leute den gar nicht kennen. Band, die hatte oft kein Management. Wir haben uns selber gemanagt. Wir teilen alle Tantiemen, also alle Urheber-Tantiemen, alle Lizenzen untereinander. Und jetzt haben wir jetzt im Grunde genommen da kein großes Marketing. Der erste Traum war alles zu siegen. Der zweite Traum war hoch zu fliegen. Der dritte Traum war nicht zu lieben. Der vierte Traum ist ausgeblieben. Zentrum der Was sich ein bisschen verändert hat, ist die Art der Produktion. Wir haben 2002 ein Album gemacht, wo viel mehr Elektronik drin war als früher. Und das haben wir auch beibehalten. Wir haben jetzt sozusagen mehr Sequenzen und mehr Synthesizer. Dadurch hat sich auch eine Art von Bandsound gefunden, der seitdem konstant geblieben ist. Angefangen haben mit Fehlfarben. In der Punk-Phase gab es Punks oder Mods oder was gab es da noch? Ein bisschen Rock gab es. Ein bisschen auch Rock. Metal-Szene gab es doch auch schon, da war auch schon Schluss. Ne? Und jetzt gibt es so viele verschiedene Facetten von Richtungen, von Musikern. Es ist kaum noch überschaubar eigentlich. Und auf die Front, die Haare.